Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico. Ich habe wieder meinen Kollegen Sahat mitgebracht. Wir werden heute mal über vier Faktoren sprechen, die eine erfolgreiche Kampagne ausmachen, beziehungsweise vier Tipps, um deine aktuell laufenden Kampagnen besser zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten Thema, und zwar dem Thema des Bildmaterials oder Videomaterials, sagen wir mal generell der Werbemittel. Es ist ja so, letzten Endes kennst du es von dir, von Facebook auch, Entscheidungen auf der Plattform, auf Online-Plattformen, werden innerhalb von Millisekunden getroffen. Das heißt, die meisten Entscheidungen werden getroffen, bevor man sich anfängt, einen Text durchzulesen. Und das allererste, was verkaufen muss, also was dir quasi verkaufen muss, den Text überhaupt zu lesen, ist das Bild. Und es ist leider immer sehr, sehr schade zu sehen, dass dann aufwendige Kampagnen gemacht werden mit aufwendigen Produkten dahinter, die sehr, sehr teuer sind. Aber das Bild ist halt einfach nur schlecht, muss man so sagen, wie es ist. Und schlecht heißt in dem Falle einfach, es lässt halt nichts wiedererkennen. Also letzten Endes, Bilder müssen nicht immer in der höchsten Qualität sein. Wir haben auch sehr erfolgreiche Beispiele von Bildern, die einfach nur mit dem Handy aufgenommen wurden. Aber das Bild muss halt dein Produkt widerspiegeln. Es sollte im besten Fall auch ein eigenes Bild sein, weil Stockmaterial gibt es da draußen aktuell extrem viel, beziehungsweise es wird extrem häufig genutzt und es hat halt keinen Wiedererkennungswert. Und das Bildmaterial sollte einfach zum Produkt und zu dir und zu deiner Firma passen. Und daher nochmal, wenn du eh schon die Kampagne aufbaust, nimm wenigstens noch die paar Euro extra in die Hand, mach vernünftige Bilder, sorg dafür, dass du vielleicht ein gutes Video zu diesen Bildern auch noch hast von deinem Produkt und von dir und schau einfach, dass du da immer neue Sachen produzierst. Ob du das jetzt selber machst oder ob du dir einen Fotografen für sowas holst, Bildmaterial verkauft alles, was sonst noch in dieser Werbeanzeige ja, danach passiert und muss einfach gut sein, muss abgestimmt sein. Ja. Zweiter Schlüssel oder zweiter Faktor, ganz wichtig, also abgesehen davon, wie du dich nach außen zeigst, ist auch, wen du dich nach außen zeigst. Ja, ganz wichtiger Punkt, das Targeting per se, an wen richtet sich überhaupt deine Werbung? Ja, sei es einmal altersmäßig, berufsgruppemäßig, ist ja eine Herausforderung, die wir mit sehr vielen unserer Kunden haben, die sehr, sehr hochpreisige Produkte verkaufen. Und da ist es natürlich der wichtigste Faktor, wie erreiche ich überhaupt diese Zielgruppe mit, sagen wir auch mal, fangen wir oder ein bisschen weiter ausgeholt, auch welche Plattform ist für mich besser, für mein Produkt besser, für mein Unternehmen besser, auf welcher Plattform mache ich welche Werbung und vielleicht auch, welche Werbung zeige ich welcher Zielgruppe. Ja, man kann viele Sachen testen, ob man vielleicht dieses eine Bild oder dieses eine Creative für eine andere Zielgruppe vielleicht nutzt als die andere. Und das Targeting ist natürlich auch auf mehreren Leveln nochmal einstufbar. Ja, es gibt zum Beispiel das, ich nenne es jetzt einfach mal wie Kaltwerbung, wo der Endverbraucher deine Werbung zum allerersten Mal sieht und dann kannst du ja targetieren, dass er es beim zweiten Mal so und so sieht und vielleicht beim dritten Mal dann nochmal ein Video und vielleicht beim vierten Mal sogar nochmal eine direkte Ansprache. Ja? Also ganz wichtige Punkte erstmal, wen erreiche ich, ja? Und wie erreiche ich zahlungskräftiges Publikum? Jetzt, dass ich jetzt für ein Lamellendach, ich sag's mal ein bisschen doof, keinen 20-Jährigen targetieren muss, ist eigentlich selbsterklärend, aber leider ist dieser Fehler immer noch ja, sehr verbreitet, weil du gibst ja Geld aus für deine Anzeigen und wenn jetzt, sagen wir mal, 50% deiner Anzeigen unter 25-Jährige sehen, die vielleicht so ein Ding richtig geil finden, ja, aber es nicht kaufen, dann bringt es dich nicht weiter, sondern du verballerst einfach das Geld. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und nochmal auch nachverfolgende Werbung, nenne ich es jetzt mal, das Retargeting zum Beispiel, dass einfach du immer auf dem Schirm bleibst. Das heißt, selbst wenn der Kunde dich beim ersten Mal weggeklickt hast, vielleicht beim zweiten Mal, beim dritten Mal, dass du da auch immer wieder präsent bist in deiner Region. Also an wen zeigst du, an wen strahlst du deine Werbung aus und wo zeigst du deine Werbung, ja? Ja, perfekt. Kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt und zwar dem Thema der Relevanz, beziehungsweise in dem Falle, deine Werbung ist zu unrelevant. Was meine ich damit oder was bedeutet jetzt Relevanz in diesem Kontext? Relevant ist eine Werbung letzten Endes eigentlich nur, wenn sie zu der Situation passt von der Person, die sie sieht. Ja, ganz einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel mal Werbeanzeigen von uns gesehen hast zur Mitarbeitergewinnung, dann werden wir dort immer reinschreiben, Hannover aufgepasst oder Hannoveraner aufgepasst, Hannover und Umgebung aufgepasst, sowas in der Richtung. Einfach, weil die Nennung des Standortes Relevanz im Kopf der Leute erzielt. Ja, weil wenn ich aus Hannover komme und ich lese eine Werbung, wo steht Hannoveraner aufgepasst, dann denke ich, ich bin Hannoveraner, also soll ich jetzt aufpassen. Ein Extrembeispiel, was natürlich so nicht in der Realität umzusetzen ist, wenn ich zum Beispiel Werbung sehen würde, wo drauf steht Nico Becker aufgepasst. Das kann nicht passieren, ist klar. Aber wenn ich so eine Werbung sehen würde innerhalb von Facebook,
ist völlig egal, was da drin steht, ich würde es mir durchlesen, weil es einfach in dem Moment für mich hyperrelevant ist. So, und jetzt kommen wir zu dem Fehler. Das sehe ich ganz, ganz oft, wenn ich jetzt mit Kunden zum Beispiel spreche, die schon mal Werbung gemacht haben, bevor sie mit uns zusammenarbeiten, dann ist es halt einfach so, und das ist auch völlig normal eigentlich, die Werbung wird einfach aus Sicht des Fachhändlers geschrieben. Muss ich vorstellen, der Fachhändler jetzt für Dächer zum Beispiel oder für Küchen hat unglaublich komplexe Produkte, hat immer Neuheiten auf dem Markt, muss da immer sozusagen ja auch auf dem aktuellsten Stand sein, um seine Kunden zu beraten. Und es ist faktisch nicht möglich, wenn ich mich den ganzen Tag damit auseinandersetze, die Werbung nicht aus Sicht des Fachhändlers zu schreiben. Weil die Werbung muss natürlich aus Sicht des Empfängers geschrieben werden, das ist völlig klar, damit sie relevant ist. Und wenn ich da anfange zu fachsimpeln und mein Produkt zu erklären oder auf spezielle Eigenheiten, auf Neuerungen oder so des Produktes einzugehen, dann werden diese Werbeanzeigen sehr wahrscheinlich ins Nichts gehen, weil da draußen die Leute diesen Wissensvorsprung nicht haben und nicht connecten können mit einer Werbeanzeige. Also fehlende Relevanz, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Je relevanter deine Werbung ist, desto besser wird sie ankommen in der Zielgruppe. Ja, und vierter Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, also deine eigene Werbung nicht selber kaputt zu machen, indem du zu hohe Anforderungen an den Kunden selber stellst. Ja? Zu hohe Anforderungen heißt immer, du erwartest im ersten Moment viel zu viel. Du musst dir das Ganze so vorstellen, du hast eine richtig geile Werbung, die läuft auch, die hat eine ganz hohe Klickrate, alle Leute klicken drauf, aber am Ende trägt sich keiner ein. Warum auch immer? Weil du den Prozess für den Kunden oder diesen Vorgang viel zu kompliziert gestaltet hast. Ein Paradebeispiel ist ein Kunde aus auch im Terrassenbereich, der macht aber Lamellenüberdachung, ist ja ein sehr spannendes Produkt und kennt noch nicht jeder. Ja? Das heißt, der hat es geschafft, eine sehr, sehr hohe Klickrate aufzubauen. Das heißt, jeder ist bei seiner Anzeige stehen geblieben. Und dann ging es erstmal weiter und der wollte jetzt die Breite wissen, der wollte die Länge wissen, der wollte noch das Bodentyp wissen, also aus welchem Material der Boden ist, die Mauer und so weiter und so fort. Straße, Postleitzahl, natürlich noch E-Mail-Adresse, am besten alle Daten, die es überhaupt gibt. Jetzt musst du dir vorstellen, aus Kundensicht, das ist halt auch gut mit dem, was du gesagt hast, der Fachberater denkt, ich brauche diese ganzen Infos, damit ich ihm vielleicht ein Angebot schreibe. Aber aus Kundensicht ist das der Erstkontakt. Der sieht dein Unternehmen höchstwahrscheinlich zum allerersten Mal online, ja, muss jetzt sein ganzes Leben einmal angeben, seine ganzen Daten, worauf er meistens keinen Bock hat. Ja? Und dann springt er ab. Und so machst du dir dein Marketing letztendlich selbst kaputt. Du hast eine geile Anzeige mit geilen Bildern, du hast alles angewendet vorher, sprichst die richtige Zielgruppe an und verlangst dann einfach viel zu viele Daten. Ja? Keiner, der online unterwegs ist, will einfach im ersten Schritt seine ganzen Daten und seine ganzen Angaben angeben. Es ist auch ein kleines Live-Beispiel. Sagen wir mal, du bist in der Straßenbahn und siehst eine Anzeige, musst aber in 4-5 Minuten aussteigen. Findest das ganz geil, ja? Klickst drauf und in diesen 4 Minuten, bis du das nächste Mal aussteigst, musst du erstmal, keine Ahnung, gefühlt 20 Minuten deine Daten eingeben. Das ist aber, dann springst du ab, vergisst vielleicht in dem Moment die Anzeige, weil du dich mit Freunden triffst oder was auch immer, weil du zum nächsten Kunden willst. Und vergiss das Ganze. Und schon war es das. In dem Moment sieht er vielleicht bei einem anderen Mitbewerber die Anzeige, trägt sich ein, weil der Prozess einfacher war und so hast du ihn verloren. Das Ganze ist aber nicht nur im Neukundenbereich wichtig, sondern natürlich auch in der Mitarbeitergewinnung. Ja? Das heißt, du musst dir vorstellen, der Mitarbeiter oder der potenzielle Mitarbeiter sieht deine Anzeige, klickt vielleicht sogar noch drauf und muss jetzt erstmal wieder einen ganzen Roman ausfüllen in der Bahn per Handy. Das ist ja auch nicht, dass jeder direkt am Laptop ist, ja. 95% aller Ads, aller Leute, die die Anzeigen sehen, sind tatsächlich Handy- oder iPad-Nutzer oder ja. Keiner geht heutzutage mehr am PC rein und ist auf Facebook unterwegs. So am Handy und dann musst du auf einmal, ja, Lebenslauf parat halten, Anschreiben fertig machen, was auch immer. Und so verlierst du auch diesen potenziellen Bewerber. Ganz wichtiger Punkt, mach es deiner Kampagne und dir selber einfach einfacher und den Prozess etwas schlanker, den ersten Prozess. Was dahinter passiert, ja, wenn sobald du ihn hast als potenziellen Lead, da kannst du ja natürlich immer noch die Daten anfordern, ja, einen Lebenslauf anfordern oder ein weiteres Material anfordern. Also ganz wichtiger Punkt, mach dir nicht deine eigene Kampagne, die richtig geil ankommt, mit zu vielen Anforderungen kaputt. Die Chemie muss passen, das muss harmonieren und so wirst du dann auch geile Ergebnisse erzielen.
Ja, perfekt. Wenn dir das gefallen hat, dann guck gerne mal auf unserer Homepage vorbei, am-beratung.de. Buch dir gerne einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch, dann können wir vielleicht nochmal deine Kampagnen anschauen. Abonnier den Kanal, dann kannst du keine Videos verpassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß, bis dann. Bis dann.